an Weser, allen, die uns jetzt über Kontrafunk oder über YouTube und anderen Kanälen zuhören, aber besonders den Gästen, die aus aller Welt gekommen sind, aus Verfolgung, Drangsal und Martyrium, vor allem aus Eritrea heute. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ein Beispiel, das mich seit früher Jugend geprägt hat. Ende der 60er Jahre, Aldener Jugendtag, damals noch unter den Eichen, noch nicht in Krelingen. Pastor Heinrich Kemner, Corrie ten Boom, die große Evangelistin, war dort. Der Film über ihr Leben, Die Zuflucht, 1975, Oscar nominiert. Und sie erzählt, ein Mann geht durch den Wald, übersieht ein großes Loch und fällt in eine Grube. Zu tief, um da alleine rauszukommen, die Wände zu glatt, um da irgendwie hochzukommen, er schreit um Hilfe. Und dann kommen sie alle vorbei. Buddha, du musst dich in dich selbst versenken. Verinnerliche deine Lage. Yoga, Meditation. Aber er will raus. Konfuzius kommt vorbei. Du musst über dich selbst hinauswachsen. Er würde ja gerne ein paar Zentimeter größer sein, damit er da rauskommt. Auch Karl Marx, im Gefolge Friedrich Engels. Ach, wenn das Paradies auf Erden sein wird, wenn die Proletarier aller Länder sich vereinigt haben, wird keiner mehr dem anderen Gruben bauen. Aber er will da ja raus. Mohammed, tja, da ist leider nichts zu machen. Das ist der Wille Allahs, dass du da jetzt bist. Dieser schreckliche Fatalismus des Islams. Natürlich kommt auch die deutsche Klassik vorbei, die Religion des Klassizismus. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Aber er kann sich doch selber nicht helfen. Alles billige Verschwörungstheorien. Und dann kommen auch die Ikonen des Kirchentagsprotestantismus vorbei. Greta, Lisa, Annalena, Claudia. Und sie schwurbeln vor sich hin. Hättest du dich vegan ernährt? Hättest du bessere Augen? Und wärst nicht in die Grube gefallen? Hättest du weniger CO2 verbraucht, eine Wärmepumpe eingebaut und vor allem wärst du im Corona-Lockdown geblieben, wärst du da jetzt nicht reingefallen. Auch in dieser Grube gilt ja die 3G-Regel. Alle gehen vorbei. Niemand hilft. Alle haben nur große Sprüche. Und dann kommt Jesus Christus. Er sieht die Notlage und wird zum Notwender. Er sieht und er handelt. Ohne Worte, ohne Bedingungen wird er plötzlich zum Heiland, zum Retter. Er springt in die Grube, macht die Räuberleiter und über diese Brücke kann dieser verlorene Mann in die Freiheit, in die Rettung. Aber nur einer kommt raus. Der verlorene Sohn lebt. Der Retter geht in den Tod. Das, liebe Gemeinde, ist Evangelium. Deshalb bin ich Christ geworden. Das ist Faktum. Das ist der Markenkern der Christenheit. Das konkurrenzlos Wichtigste, was wir als Christen in dieser Welt haben. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Pastor Letzel hat es eben gelesen.
Es ist in keinem anderen Heil, in keinem anderen Rettung, durch die ganze Geschichte der Religionen, der Philosophien, der Ideologien, es gibt nur eine Stelle, wo es Rettung gibt. Jesus Christus. Und da muss man sich ja fragen, warum denn eigentlich allein Jesus? Ist das nun Wahn oder Wahrheit? Überheblichkeit oder Realismus? Hochmut oder Tatsache? Ist das Fake oder Faktum? Denn das hat die Welt noch nie gehört. Dass vor 2000 Jahren einer das Mikrofon der Weltgeschichte nahm und rückwärts und vorwärts für alle Ewigkeit gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich, Jesus Christus. Und nun machen wir den Faktencheck. Warum stimmt das? Und hat Jesus seinen Mund nicht zu voll genommen? Und wir auch nicht, wenn wir heute Morgen dieses zum Thema haben. Allein Jesus. Machen wir den Faktencheck. Erstens, hinter Jesus Christus stehen erfüllte Prophezeiungen. Hinter den Religionsstiftern keine einzige. Und Sie sind es in St. Martini ja gewöhnt und all die, die uns zuhören, auch, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Denn hinter jeder Bibel steckt ein kluger Kopf. Und beim Bibellesen stehen Sie auf dem Boden der Tatsachen. Jesus, alles penibel 700 Jahre vorher vorausgesagt. 2700 Jahre her. Und es hat sich alles in ihm erfüllt. Sein Geburtsort, sein Wohnort, von einer Jungfrau geboren, er zieht mal ein in Jerusalem, seine Passion, sein Kreuz, bis ins letzte Detail, sogar das über sein Gewand gewürfelt wird. Alles bereits Jahrhunderte vorher schriftlich vorausgesagt. Wäre das alles Zufall, wäre Jesus der Jackpot der Weltgeschichte. Ist ja Wahnsinn. Ja, Jesus Christus ist einzigartig, singulär. Hinter ihm stehen erfüllte Prophezeiungen, hinter den Philosophien, den Religionen, den Ideologien keine einzige. Zweitens, die Religionsstifter sind Menschen. Jesus ist Gottes Sohn. Entweder das ist krankhafte Anmaßung und Jesus gehört in die Psychiatrie, oder es ist Wahrheit. Eine dritte Möglichkeit gibt es denkerisch und intellektuell nicht. Wahrheit oder Wahnsinn. Wer mich sieht, der sieht Gott, sagt Jesus. Und das hat ihm das Leben gekostet. Drittens, allein Jesus kann von sich in Anspruch nehmen, ohne Sünde zu sein. Und man beschäftige sich mal mit den Biografien, zum Beispiel von Buddha oder von Allah. Dagegen ist vieles, was wir heute erleben, Christopher Street Day und wer weiß was, im Ponyhof, was in der Biografie alles vorkommt. Bei Jesus sündlos, rein, überzeugend. Viertens, die Botschaft von Jesus Christus ist grundsätzlich anders als die der Religionsstifter. Bei Allah gibt es keine Freiheit. Da gibt es nur Schicksal.
Aber unser Gott ermöglicht erst die Freiheit. Einzigartig. Und wenn wir uns fragen, wer ist dieser Gott, dem wir die Treue halten sollen und dem diejenigen, die unter Verfolgung leiden, ob in Eritrea oder wo auch immer, die Treue zeigen, sogar bis in den Tod. Wer ist das? Bei Mohammed ist das ein gnadenloser Willkürgott. Bei Buddha ist das irgend so ein vages, unbekanntes, ewiges Gesetz. Der Hinduismus ist noch nebulöser. Da ist es ein S, irgendwie so das Göttliche. Auf diesem Wege ist inzwischen die offizielle deutsche Theologie auch in ihrem Bildungsnotstand. Das Göttliche, das Ewige, bisschen Spiritualität. Fünftens, der Unterschied zwischen dem Evangelium und den Religionen ist der zwischen Erlösung und Selbsterlösung. Wir brauchen keine religiösen Klimmzüge. Wir haben den Erlöser. Und schließlich sechstens, Jesus ist auferstanden und lebt. Und zwar nicht nur als Gefühl, als Idee, so als Aufwallung des Charismas. Die Auferstehung Jesu ist das bestbezeugte Ereignis der gesamten Antike. Das sagen uns führende Historiker. Dass Jesus auferstanden ist, daran besteht überhaupt kein Zweifel. Und deshalb kann Jesus von sich sagen, ich bin der gute Hirte, ich allein. Ich bin das Brot des Lebens und das Wasser des Lebens. Und wenn wir das lesen, ich, so steht im griechischen Urtext, auch in der hebräischen und der lateinischen Übersetzung, quasi immer ich allein und kein anderer sonst. Dieser Absolutheitsanspruch ist universal. Der Auferstandene kann sagen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich denke an Bischof Hans Lilje, zu der Zeit, als die evangelische Kirche noch Bischöfe hatte. Und wie er aus der indischen Botschaft in Bonn kommt und einer seiner Mitarbeiter sagt, Herr Bischof, haben Sie gesehen eben in der Botschaft diese drei Bilder der Religionsführer? Da sagt er, natürlich, es ist mir aufgefallen. Die drei prägenden Gestalten für Indien, Buddha, Konfuzius und Jesus Christus. Buddha und Konfuzius dargestellt in der Pose des Denkers, des Intellektuellen. Und Jesus als guter Hirte. Und da merken Sie schon, bis in die Kunst hinein, dieser totale Unterschied zwischen Jesus und den Religionen. Diesen Anspruch hat die Welt noch nie gehört. Ich bin die Wahrheit. Punkt. Und wissen Sie, was das zu Deutsch heißt? Ich bin die Wahrheit heißt, alles andere ist Lüge. Punkt. Und zur Wahrheit gehört aber auch das Leiden für Jesus ist kein Betriebsunfall der Nachfolge, sondern ein Bestandteil. Ein Teil der Nachfolge ist das Leid. Und das ist das Erstaunliche. Jesus spielt mit offenen Karten.
Wenn er redet, ist die Gemütlichkeit zu Ende. Diese angepasste Zeitgeist-Theologie oder diese neo-evangelikale Wellness- und Wohlfühltheologie kann sich in ihrem charismatischen Feuereifer auf den Kopf stellen. Aus der Bibel kriegen sie das nicht raus. Es steht da schwarz auf weiß drin. Wer mein Nachfolger sein will, der verleugne sich selbst. Und der nehme sein Kreuz auf sich. Nachfolge ist auf Leiden programmiert. Selig sind, die Leid tragen. Nicht die auf den Sonnen- und Höhenwegen mit Halleluja auf den Lippen durch diese Welt laufen und sozusagen im Schlafwagen zur Ewigkeit rollen. Nein, Kyrie eleison ist das Eigentliche. Herr, erbarme dich über mein Leben, über meine Sünde, über mein Versagen. Erbarme dich auch über das, was ich erleiden muss, an Spott, an Hohn, bis hin zur Verfolgung, ja sogar bis hinein in den Tod. Sie werden euch hassen, sagt Jesus, und werden euch verfolgen. Deshalb habe ich immer, auch bei der großen Zeltevangelisation, das ist ja schon im vorigen Jahrtausend gewesen, Methusalem, hier auf der Bürgerweide. Tausende waren damals da. Und ich habe damals gesagt, überlegen Sie es sich gut, wenn Sie Christ werden wollen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte die Bibel. Und da geht einem der Hut hoch, wie Jesus Nachfolge beschreibt. Das ist sogar so ein bisschen wie bleib lieber weg. Bleib lieber weg. Nachfolge ist nichts für Weicheier, sondern da braucht man Mumm. Diesen ganzen Wohlfühlklimbim einer seichten Wellness-Theologie, die hasst kein Mensch. Wenn Sie jetzt nach Nürnberg schauen, da rauscht der Beifall. Ach, was sind die Christen für tolle Leute, die das alles mitmachen, was man so heute macht. Super! Aber ihr Lieben, wenn es hart auf hart kommt, und ich sage Ihnen, es kommt hart auf hart. Und wir können uns nur, die wir hier sitzen, in dieser überfüllten Kirche an einem Samstagvormittag, wir können uns nur auf eins vorbereiten, auf das Leiden. Auch auf das Leiden in Deutschland, in Europa. Wenn es hart auf hart kommt, wenn es unsere Existenz kostet, dann zählt nur noch das Echte. Haltet meine Gebote, so werdet ihr leben, heißt es. Der Umkehrschluss heißt, haltet ihr sie nicht, bringt ihr euch um. Haltet euch fest an mich, sagt Jesus, und das heißt zu Deutsch, haltet euch fest an meinem Wort, so wie es dasteht. Die Liebe zu Jesus und die Treue zu seinem Wort sind zwei Seiten derselben Medaille. Christen leben nicht problemorientiert. Man hat ja den Eindruck, vor lauter Weltuntergangsstimmung, die heute herrscht auf allen Gebieten, und Christen wollen da überall mitmachen, reine Problemorientierung. Christen sind aber verheißungsorientiert.
orientiert. Wir haben die Verheißungen Gottes wie einen Blankoscheck. Die kann uns niemand nehmen. In der Welt habt ihr Angst. Das ist der Realismus von Jesus. Ihr habt Angst, Punkt. Aber Gott sei Dank ist es kein Punkt. Dahinter kommt ein Doppelpunkt, es geht weiter. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und Trost Gottes heißt immer Gegenwart Gottes im Leid. Dass Gott uns im Leid nicht allein lässt, nicht untergehen lässt, das ist sein Trost. Was hat mich geprägt? Schon in meiner Kindheit. Das war 1968. Als ich das erste Mal damals im Gymnasium in Minden in Westfalen, genau 100 Kilometer wieder aufwärts, dieses Buch in die Hände kriegte, Gefoltert für Christus. Richard Wurmbrand war die Gründungsstunde der Helfsaktion Märtyrerkirche, HNK. Ich habe viele seiner Vorträge gehört und war tief bewegt damals in meiner Heimat. Es wurde kirchenamtlich verboten, dass Wurmbrand in unseren westfälischen Kirchen sprechen durfte. Wir hatten einen Präses, der damals dann anschließend fromm tat, Präses Timme, ich nenne ihn mit Namen, der verboten hat, dass Wurmbrand in den Kirchen auftrat, weil er war ja Antikommunist. Er war ja quasi gegen die Sowjetunion und gegen den Kommunismus. Das durfte man damals nicht sein. Da sehen Sie doch mal, wie bekloppt alles ist. Heute müssen Sie gegen Russland sein, um überhaupt noch auf die Straße sich trauen zu können. Da sehen Sie doch, wie bekloppt das alles ist. Und dieser Mann hat uns damals geschildert, wie es war, unter dem Kommunismus zu leiden und zu leben. Seine Vorträge in Minden, dann in der Schützenhalle in Bünde. Als ich zum Saarländischen Rundfunk kam, das Erste, was ich damals zusammen, da war ich ja erst 21, mit meinem Intendanten gemacht habe, war Richard Wurmbrand einzuladen in die Kongresshalle. Übertragen über die Europawelle Saar. Seitdem, lieber Manfred Müller und Ihrem ganzen Team, bin ich der HMK verbunden. Auch materiell. Es nützt ja nichts, so ein bisschen wolkig hier zu sein, wenn man das Portemonnaie nicht rausholt. Und ich habe mir immer gesagt, wenn der sich foltern lässt für Jesus, dann werde ich mich doch wohl in meinem beruflichen Umfeld oder in der Heidelberger Universität während der 68er Revolution mal ein bisschen verspotten lassen, verlachen lassen, vielleicht sogar behindern lassen in vielen beruflichen. Man muss es doch in Relation sehen. Da gibt es Menschen, die für Jesus in den Tod gehen. Liebe Gemeinde, die wohlstandsverwahrloste fromme Christenheit wird beim leichtesten Windhauch einknicken. Das sage ich Ihnen jetzt voraus. Dem Tsunami der Verfolgung halten nur Leute stand, die fest verwurzelt sind in Jesus und seinem Wort. Und wir werden das heute den ganzen Tag über in den Zeugnissen ja hören. Meine Freunde, es ist eine Schande. Wir haben das erste Mal in der 2000-jährigen Kirchengeschichte wegen einer Grippe 3 Jahre den Betrieb eingestellt und haben uns ängstlich hinter Masken kauernd versteckt und haben den Kopf in den Sand gesteckt. Und diese Glaubensgeschwister,
Und diese Glaubensgeschwister unter uns aus Eritrea und wo nicht überall her, sie lassen sich köpfen für Jesus. Mehr schämen kann man sich gar nicht. Wir Wohlstandschristen bibbern in Heidenangst mit unserem Angstevangelium. Und sie strahlen in den Kerkern die Christusfreude aus. Und natürlich ergreift auch das ehemals christliche Abendland die Verfolgung. Und das muss ich hier in St. Martini nicht ausführen. Das hat mich tief bewegt. Ich komme gerade von den christlichen Gästehäusern Rehe im Westerwald. Ich habe eben auf der Fahrt von Berlin im Zug SMS und Mails gekriegt aus Mallorca, überall her. Langensteinbacher Höhe, dem großen Konferenzzentrum. Und sie alle sagen, richtet mal Olaf Latzel aus. Wir nehmen ihn jederzeit gerne, wenn es ihm zum Halse raushängt hier in Bremen. Wir erleben in unserem Land, machen wir uns nichts vor, eine schleichende Verfolgung. Sie können auf manchen öffentlichen Plätzen keine Evangelisation mehr machen. Das spricht nicht mehr dem bunten deutschen Weltbild. Mit der Begründung zum Beispiel darf im CDU-regierten Berlin eine Gemeinde aktuell ihr Veranstaltungshaus nicht direkt an die Straße bauen. Das stört die bunte, weltoffene, angeblich tolerante Welt. Das ist Realität mitten in Deutschland. Als Höhepunkt lassen sogenannte Bischöfe ihr Kreuz in der Westentasche verstecken, wenn sie in Jerusalem eine Moschee betreten. Aus dem gleichen Grund wird beim G7-Gipfel in Münster im Saal des Westfälischen Friedens das Kreuz versteckt. Und genau unser Vers, der uns das Thema heute gibt, wird vom Berliner Schloss verbannt, obwohl er historisch da steht. Liebe Freunde, das ist es, wenn sich Idiotie mit Ideologie verbündet. Dann wird es schlimm. Denn gemeint ist doch mit diesem Wort, das wir eben auch gehört haben in dem ganzen Zusammenhang der Apostelgeschichte, es ist in keinem anderen Heil als in Jesus Christus, und vor ihm werden sich mal alle Knie beugen müssen. Das ist doch kein Herrschaftsanspruch, das ist Demut vor Gott. Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen gerade stehen. Darum geht es. Und dann sagt Petrus, wir können es doch nicht lassen, davon zu reden. Wir haben es doch erlebt. Und deshalb, Leiden lehrt Demut. Leiden ist das beste Zeugnis. Leiden führt zum Lobpreis. Leiden verbindet uns mit Jesus und uns untereinander. Leiden läutert. Leiden bewahrt auch vor Hochmut und vor Übermut. Und Leiden lässt hoffen. Hoffen. Unser Herr kommt wieder. Und es kommt die Zeit, wo es keine Krankheit gibt, keinen Tod, keine Verfolgung, keine Tränen, nichts mehr. Wenn ich hier an der Weser stehe, im dritten Schuljahr, frohes Jahrtausend, Methusalem,
war die Weser zugefroren. Auch hier, auch in Minden. Und unser Lehrer Wilhelm David, ich kenne ihn noch, habe ihn vor Augen, drittes Schuljahr, hat uns über die Weser geführt. Ich habe immer gesagt, wenn die Charismatiker ankamen, ich habe gar nicht den Anspruch, übers Wasser gehen zu müssen. Ich bin schon mal übers Wasser gegangen. Da sind Sie da ja ein Held. Ja, ich bin übers Wasser gegangen. Unser Lehrer vorweg und das dritte Schuljahr aus Leteln, im kleinen Ort bei Minden, hinterher. Das ist unser Leben. Wenn wir hier rausgehen, in unseren Alltag zurück, die, die uns hören über Kontrafunk oder jetzt live zugeschaltet sind, egal wo sie sind, Jesus geht voraus. Und wir können vertrauen, dass sein Weg uns nicht kaputt macht, nicht in den Tod führt, sondern in das Leben. Denn auf dem Berliner Dom stehen zwei Platten mit zwei Sprüchen, eingemeißelt, mit Gold belegt. Der eine: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Hinter ihm können wir hergehen, auch durch die zugefrorene Weser. Und das andere: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Noch verbirgt die Dunkelheit das Licht. Und noch sehen wir den Himmel nicht. Doch die Zeit der Schmerzen wird vergehen. Und dann werden wir den Vater sehen.